Waffen, so, zack, 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 zack. Jetzt habe ich ihn ja noch gechillt. Okay, perfekt. Stunts und rein da. Robinski, vielen Dank für dein Follow. Es geht tatsächlich, ne? Wo ist denn jetzt hier der Sound noch an? So. Das Feeling. Aber scheint auch schon mal erstmal ganz gut zu funktionieren. Beim AOE Blade Skin, Blade Dance. Sorry, meine Statuspunkte. Podex, würde ich sagen. Was ist da los, Max? Nicht bei Useless Inversion? Natürlich nicht. Ich benutze meine Zeit sinnvoll mit Dungeon Runs, wo ich nichts droppe. Aber die sehr viel Spaß machen, sich gut anfühlen. Ich muss sagen, die Dungeons fühlen sich wirklich gut an. Haben die sehr gut gemacht. Okay, wir können schon die Kaverne quillen. Das beste B-Pad auf dem Server. 1, 2, 3, 2, 2. Okay, keine Chance für mich alleine in Level Dungeon. Ich muss sagen, der fühlt sich aber schon ein bisschen so an, als ob man mehr aufpassen muss vom Schaden her, als auch bei Rise's Catacomb mit dem Ranger. This shit, I'm out. So, dich ja schon immer, immerhin schon gesteigert, wenn ich an den Moonbeam für Iblis denke, oder? Ja gut, würde der Moonbeam funktionieren? Ich weiß ja nicht, warum es dann nicht funktioniert hat, verstehe ich bis heute nicht. Oh, okay, STR schlecht am AOE, er skaliert halt nicht damit, skaliert, der AOE skaliert mit STR. Mit Dex, sorry. Es geht besser mit Dex. Warte mal, was machen die hier? PvE-Schaden minus 30. Okay, egal. Die können, glaube ich, ein Schild droppen, oder? Nee, oder? Können die Schild droppen? Wo sind bei all diesen Low-Level-Bossen nicht? Frag mich nicht, wieso geht nicht der andere Low-Boss und Evilis, ja. Warum auch immer. Wahrscheinlich, damit es nicht so leicht gefarmt werden kann. Kappa. Wie ist beim Night AOE? Der skaliert mit STR, ja. Quatsch, bin, mag ich ja. Mehr STA als STR, weiß nicht, wie das am besten aufteilt. Also ich glaube, umso mehr STR, umso mehr Schaden halt. Okay, warte mal.
Ah, könnten wir tatsächlich ins Struggle geraten. Wow, ich wäre fast draufgegangen. Welches Level ist das Dungeon, was du gerade machst? Level 16 bis 31. Ha. Naja, wenn du komplett spawnst. Hey, machen wir so, mal schauen. Wir können die auch 1-on-1 einfach legen. Wie gesagt, wir legen die 1-on-1, wir machen auch eh natürlich. Okay, das verpackt. Dann haben ja richtig kranken Knights jetzt richtig Value in den Dungeons. Auf jeden Fall haben sie auch, ja. Die sind nicht unwichtig. Queen Long Legs. Gotcha. Wieder ein bisschen gucken, was haben wir da noch? So geht eigentlich. Ich glaube, viel ist nicht mehr. Ich denke jetzt halt, hier habe ich keinen Battle Pass aktiv. Hier sehe ich auch die Map nicht, aber gut. Gibt ja nur einen Pfad. Wow. Das kommt mir hier ein bisschen komisch vor. TBH. Wow. Yay. Muss man ja wirklich fast aufpassen. Also hier werde ich wahrscheinlich die Flask-Power-Ups dann doch schon brauchen. Blitz ist der, okay, also vielleicht Element Erde auf Rüstung machen noch. Cage Key Low, cool. War hier schon einer? Nee, ne? Ich habe null Probleme gehabt mit Assist. Cage Key Low haben wir bekommen. Sogar ein Drop. Die machen wieder richtig wenig Schaden, so im Verhältnis. E-Pet incoming. Mal gucken, ja. Das P-Lock ist fast leer. Was ist dies? Er ist doch echt gut im Vorteil für den Dungeon, oder? Clear Speed, ja. Clear Speed technisch auf jeden Fall. Brauchst du AOE. Also brauchst du nicht unbedingt mal. Jetzt krieg ich XP. So. Auch Blitz, okay, also mache ich Erde noch auf meine Rüstung, um da ein bisschen stabiler zu sein. Schon wieder jetzt nicht mehr so stark. Aber den Knuckle will ich haben von dem. Mit Strike. Weißt du vielleicht, was die 5 Dungeons für ein Element haben? Ja, eigentlich schon.
Stormpeak, der höchste, ist alles Wasser, also willst du Blitz drauf haben. Guardian Sanctuary ist hauptsächlich elementneutral, da ist es egal. Denn der Herneus, aka NP Deeps Dungeon, ist wieder Wasser, willst du also Blitz drauf haben. Denn Rises Katakomben ist Blitz, da willst du Erde drauf haben. Und hier ist scheinbar auch Blitz, außer Bossmonster ist neutral. Danke, ist nice, ja, der ist cool. Kann ich den tanken? Oh, sieht so aus. 400 Block. Hab in die Gratin-Aktie investiert. Kurs steigt. Strong. So, und die Axt, den Skin will ich auch einmal haben. Please. Und das noch der Cage, den machen wir danach auf. Also Blitz, Blitz, Wasser, neutral, Wasser. Bei Rise of Katakomben, den 60er, dann willst du Erde drauf haben. Und nicht Blitz auf jeden Fall. Wasser nämlich gar keinen Schaden. Oh, die sind Lifelink. Der macht ja richtig Lärm jetzt hier. Was soll das? Das Lifelink? Was mit sich selbst? Caveman Chief sieht überhaupt nicht aus wie krank. Wollen wir den Axe-Skin droppen mit einem Level 30er Char? Ja, kannst du. Und genau das ist unser Ziel. Da drüben ist ein Pet Cage, machen wir gleich auf. Ich glaube, ich den Totem nochmal machen. Ist der in Rage schon, der Dude? Und? Sieht nicht so aus, ne? Hausaufgabe. Oh, da ist es. Okay, wir haben es geschafft, Solo. Dann machen wir noch den Cage Key hier auf, oder den Cage auf. The pet inside did not survive. Oh! Okay. Nix bekommen. Bad. Aber geht auch solo. Geht auch solo.